Was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Roblox-Video. Wir spielen heute mal wieder den Pet Simulator X, denn ich möchte mit euch über ein paar Leaks sprechen und über etwas, das Big Games getan hat, was mega kacke ist. Aber in erster Linie möchte ich mich erstmal bei euch bedanken. Der Livestream, das große Giveaway, war mega. Wir haben, ich glaube, knapp 100 Legendary Rainbow Grim Reaper rausgehauen. Das heißt, ich habe den Großteil der Community mit Pets versorgt. Das werden wir mit dem neuen Gebiet auf jeden Fall nochmal machen, wenn es denn da ist. Und ich freue mich mega drauf. Der Livestream hat mega Spaß gemacht und es macht mir einfach Spaß, euch ein bisschen was wiederzugeben, weil ihr meine Videos schaut. Ihr seid so krass, ihr guckt immer wieder meine Videos, ihr schaut, ihr kommentiert, ihr spielt mit mir und ich kann euch in der Form einfach mal wieder was zurückgeben. Vielen lieben Dank an der Stelle dafür. Wie gesagt, wir haben 100 Pets rausgehauen. Krass, mega. Der erste Leak, beziehungsweise das wissen die meisten schon tatsächlich, das Halloween-Special, beziehungsweise das Halloween-Event endet am 13. November. Das heißt, ihr habt noch, wenn das Video heute online geht, 3 Tage Zeit. Das ist der Samstag. Und ich möchte das nochmal nutzen, um euch zu sagen, ihr solltet noch Candy Farm, aber keine Cursed Eggs mehr öffnen. Öffnet keine Eggs mehr. Seht zu, dass ihr die Spooky Upgrades bekommt. Diese hier, die sind permanent. Und da gibt es halt More Storage, wichtig, damit ihr mehr Pets lagern könnt. Mythical Pet Chance, wichtig, damit ihr eine höhere Chance habt, Mythical Pets zu ziehen. Legendary Pet Chance, dasselbe mit Legendary Pets. Better Re-Enchance macht auch noch Sinn, würde ich tatsächlich aber am untersten ansiedeln. Und More Diamonds. More Candy interessiert gar nicht mehr. Candies werden wahrscheinlich mit dem Update wegfallen. Und ich weiß nicht, ob ihr noch weiterhin Zugriff auf die Spooky Machine kriegt. Das heißt, das solltet ihr machen für den Fall, dass ihr keinen Zugriff mehr darauf habt. Denn diese Spooky Upgrades bleiben bestehen nach dem Event. Das heißt, nach dem 13. November habt ihr diesen Bonus noch, aber die Eier nicht mehr. Das heißt, Candy, völlig egal, nutzt die Candy für die Spooky Machine und grindet da noch so viel ab, wie es geht. Und dann kommt's zum ersten Leak. Und zwar wird es so sein, dass die neue Area, die am 13. kommen soll oder am 14., wir wissen es noch nicht. Wenn es am 13. endet, entweder kommt es dann auch am 13. das Update, man weiß es noch nicht, je nachdem wie Big Games es macht, oder am 14. wird eine neue Tech Area. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall ein paar Tech Coins auf der Kante haben, um direkt die neue Area angucken zu können. Kaufen wir uns mal eben hier die Steampunk Chest. Ich habe mir jetzt die ganzen Gebiete hier auch mal gegönnt, das heißt, ich bin jetzt hier an der letzten Kiste und ich denke, hier wird das Update kommen. Hier wird es kommen und ihr werdet es mit Tech-Coins bezahlen müssen. Das hier waren ja schon 75 Millionen, für die, die sich vielleicht nicht dran erinnern können. Deswegen gehe ich mal hier davon aus, dass es hier vielleicht sogar 1 Billion kostet. Ich weiß es nicht, alles nur Mutmaßung. Aber der Leak ist, es wird eine Alien-Lab. Das heißt, das nächste Gebiet wird ein Alien-Gebiet sein. Und es sollen Alien-Eggs kommen. Das heißt, ganz viele verschiedene Alien-Eggs werden kommen oder sollen kommen. Das ist der Leak, die ihr dann hatchen und öffnen könnt. Ich habe da mega Bock drauf mit dem Alien-Lab-Theme. Das kennen wir ja schon aus anderen Spielen. Also das Aussehen eines Alien-Labors, Laboratory wollte ich sagen, eines Alien-Labors oder beziehungsweise außerirdischen Labors. Das haben wir ja schon mal gehabt und das sieht in anderen Spielen ja auch schon mega cool aus. Und Big Games macht ja hier schon echt coole Designs. Ich bin wirklich gespannt. Es passt voll da rein. Und die neuen Pets könnten natürlich auch krass sein. Denkt immer daran, die neuen Pets werden auch krasser sein als die Halloween-Pets. Deswegen solltet ihr jetzt auch aufhören, Cursed Eggs zu öffnen. Es sei denn, ihr seid wirklich kurz davor, hier irgendwie einen Rainbow Ghoul oder sowas zu machen. Das ist übrigens mein aktuelles Line-Up. Ihr habt mir sehr, sehr krass geholfen, die ganze Community. Vielen, vielen lieben Dank an der Stelle nochmal. Ich möchte aber auch noch betonen, dass ich das alleine nicht geschafft hätte. Natürlich nicht. Auch wenn ich die letzten Tage super reingesuchtet habe. Das heißt, ihr habt es geschafft, dass ich mit dem Pet Simulator X wieder mithalten kann mit anderen YouTubern. Und dafür geht ein fettes Ehre raus und Dankeschön. Und smash den Like-Button, falls ihr mehr Pet Simulator X bei mir sehen wollt. Das heißt, jetzt das Däumchen nach oben ist wichtig. Natürlich, dass das Video wieder weiter oben gerankt wird. Und schaut das ganze Video und schreibt mir in die Kommentare, wie sehr ihr euch auf das Alien Lab Gebiet freut, beziehungsweise das außerirdische Labor. Wir haben auch ein paar Bilder dieser Pets als Leaks. Die werde ich euch hier einfach irgendwo einspielen. Ich sehe das gerade nicht hier. Irgendwo werde ich das dann hinpacken. Ne? Ihr wisst Bescheid. Dann könnt ihr euch die angucken. Ich werde auch die Leaks unten verlinken zu dem Twitter-Account, wo ich das gesehen habe. Das ist der gute Bubble, der immer dazu liegt. Und ich habe die auch schon im Discord gepostet. Die Leute waren ziemlich hyped.
Discord unten in der Videobeschreibung, genauso wie Twitch. Ne? Also wenn ihr irgendwas sucht, was ihr sehen wollt, Instagram, Twitch, Discord, alles unten in der Videobeschreibung und meine Roblox-Gruppe. Denkt dran, der Halloween-Merch ist noch da und es kommt demnächst neuer. Und jetzt kommt das Negative. Big Games. Seit ihr mich kennt und die, die schon lange da sind, kennen mich viel. Wir haben viel Big Games gespielt. Wir haben Paintball gespielt, wir haben My Restaurant gespielt, wir haben den alten Pet Simulator gespielt, wir haben jetzt den neuen Pet Simulator gespielt. Und immer habe ich gesagt, Big Games will immer nur Geld von euch. Die Preise, die Robux-Preise bei Big Games sind immer horrenden teuer, viel zu teuer. Die sind richtig auf Geld aus. Ne? Hier, das sind einfach 50 Euro. 50 Euro für dieses Pet. Das ist halt der Wahnsinn. Magic Axe ist jetzt neu. Pff, einfach 13 Euro. Wisst ihr, was ich meine? Die sind immer viel zu teuer mit allem. Ich meine, es gibt ja auch bei Paintball die Dark Matter-Knarre. Die könnt ihr euch ja auch kaufen für 60 Euro. Auf jeden Fall hat Big Games jetzt geschafft. Oder die haben jetzt eingebunden NFT-Pets in dem Pet Simulator X. Falls ihr nicht wisst, was NFT ist, ist das völlig egal. Es interessiert nicht. NFT ist meiner Meinung nach Schmutz, ja. Das heißt, ihr bezahlt Geld, echt Geld, in Kryptowährung, um ein Pet im Spiel wirklich zu besitzen. Also ihr seid der Einzige, der das besitzt. Das ist, heißt NFT in dem Zusammenhang und das ist Schmutz. Weil der Prozess von NFT ist super, 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 super umweltschädlich, also wirklich umweltschädlich. Und das Pad, was ihr bekommt, ihr wisst nichts darüber. Ihr kriegt dann einfach ein Pad. Das heißt, Big Games hat eine Auktion außerhalb des Spiels aufgebaut, wo ihr auf Pads bieten könnt. Und die sind alle so bei 50 bis 500 Euro steigend. Ja, also so hat es nur angefangen. Ein riesen Shitstorm gestern. Also eigentlich bin ich momentan im Struggle mit mir selbst, ob ich das unterstützen möchte, weil NFT ist wirklich einfach Dreck. Aber ich wollte euch das trotzdem sagen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwann mal auf ein Pad stoßt oder ein Pad seht, was mega groß ist, ich kann es auch mal einbinden, davon gibt es ein Foto hier irgendwo, wenn ich das auch einbinden, dann ist das gekauft von über diese NFT-Auktion für viel Geld und das ist Unsinn. Und das beweist einfach wieder, dass Big Games einfach nur Geldgeier sind. Es sind einfach Geldgeier. Die wollen nur Geld von euch aus jeder Nische, die geht, Geld ziehen. Ja? Umso mehr nutze ich das auch. Shameless Self-Promotion, das heißt, ich werde mich einfach jetzt mal ein bisschen selbst darstellen. Umso mehr freue ich mich darauf, die Spiele oder viele Spiele, die von Big Games inspiriert sind, weil die Spiele finden wir ja gut, dass wir die auch bald releasen werden. Ne? Denkt dran, wir arbeiten momentan an einem neuen My Restaurant X, so nennen wir es momentan. Und wir arbeiten auch an einem Paintball X, so nenne ich das momentan. Das sind Arbeitstitel. Das wird mega cool. Und ich vielleicht kriegen wir zumindest das Restaurant-Game noch dieses Jahr raus. Das heißt, vielleicht bis Silvester können wir es mal spielen. Zumindest die Playtests werden da sein. Die werden da sein. Das heißt, wir werden innerhalb der Community mal einen Playtest machen können. Aber vielleicht kriegen wir auch einen Full-Release. Mal schauen. Ich freue mich drauf. Habe ich Bock drauf. So, das sind jetzt erstmal die News zum Pet Simulator X. Das heißt, freut euch nochmal zusammenfassend. Sammelt keine oder öffnet keine Cursed Eggs mehr. Gradet die Spooky Machine ab, weil das ist permanent. Das bleibt die ganze Zeit, auch nach dem Event. Und sammelt ein paar Tech-Coins, ja, weil die braucht ihr, um das neue Gebiet freischalten zu können da hinten. Das wird wahrscheinlich ein Alien-Labor sein. Und die neuen Pets sind halt auch schon raus. Und NFTs sind kacke. Das ist noch Punkt 4. Cool! Ja, und ich nutze es jetzt einfach nochmal am Ende, um mich nochmal bei euch zu bedanken. Wie gesagt, wir haben über 100 Pets rausgehauen im Livestream. Und die sich das Video jetzt bis zum Ende angeguckt haben, die werden jetzt belohnt. Mein kleiner Trick. Ich habe euch das ja gesagt im Stream. Und zwar mal unter uns. Wir werden jetzt noch verlosen. Und zwar werden wir ein Rainbow Ghoul verlosen. Für den Kommentar unter diesem Video, der die meisten Likes bekommt, ja, der bekommt das. Und wir werden auch diese Ghouls hier verlosen. Vielleicht sogar noch mehr, die unter dem Kommentar schreiben ihren Roblox-Namen und I love Pet Simulator X. Ja, einfach schreiben I love Pet Simulator X oder ich liebe Pet Simulator X oder Pet Simulator X ist cool, irgendwas in der Form und den Roblox-Namen, dann werden wir auch noch mehrere Ghule verlosen, aber denkt dran, der
oder der Kommentar, der die meisten Likes bekommt. Das heißt, ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Es muss nur euer Roblox-Name drin vorkommen und Pet Simulator X. Der, der die meisten Likes bekommt, bekommt ein Rainbow. Und das könnt ihr Dark Mattern und dann habt ihr das beste Pet im Spiel. Naja gut, außer Giant Pumpkin. Aber die kriegt man halt auch so gut wie nie. Also, nutzt es. Nutzt die Kommentare und ich wünsche euch viel Glück. Gewinnt das. Ich adde dann die Person und bringe ihm das Pet. Das wird lustig. Das wird cool. Und ich gönne euch das vom Herzen. Ich will euch einfach was zurückgeben dafür, dass ihr meine Videos und mich so unterstützt. Erzählt von euren Freunden davon. Lasst sie mitmachen. Vielleicht brauchen sie noch Pets und wir wachsen dann. Würde mich sehr, sehr freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ich hoffe, euch haben die Leaks gefallen. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann hinterlasst mir gerne ein kostenloses Abo und smasht den Like-Button. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao.